Wow. Uff, das war knapp, ey. Das war knapp, ey. Die Ladezeiten der Armbrust sind leider gefährlich, ne? Ja, ein bisschen, ne? Soll ich das Ding hier aufdrehen? Ne, sieht nicht so aus. Okay, was mache ich hier zum Teufel? Ah. Da ist der Tank, okay. Flow to main reactor. Die Frage ist dann, wie komme ich zum Hauptreaktor? Da müsste doch irgendwo ein besonderer Gang, also der Gang sein. Ja, es geht halt darum, dass ich dann eben in der Mitte, wo sich eben diese Dinger treffen, mich dann da ersaufen lasse, in dem Sinne, wegen dem Achievement, aber irgendwie... Warte mal, was ist denn da? Ach, halt doch die Schnauze mit deinem Galalom, es geht mir auf die Nüsse. Jetzt bin ich wieder hier oben, jetzt bin ich bei der Pumpe. Was machst du denn für Geräusche da unten, du? Oh. Hey, Barnacle! Hey, Buddy! Runter da! Police! Stop! Setzen wir doch mal ein bisschen wieder die Glorenkanone ein. Wird die übrigens auch mehr genutzt. Ich glaube, im Ursprungsspiel habe ich die nie genutzt. Die Armbrust? Nee, die Glorenkanone. Nee, die hat man echt nicht genutzt, glaube ich. Die war so unwichtig. Oder so unnütz. Wer weiß, ne? So. Okay, Luke ist auf. Lassen wir das Wasser mal... Ah, scheiße, mir geht die Munition aus. Gut. Pumpe und Tank grün links. Die Frage ist nur, wie geht's zum Kern, verdammte Scheiße. Und jetzt kommt das Wasser durchgeflossen. Ich denke mal, ich muss sogar da runtertauchen, ey. Zum Kern zu kommen. Mann, da schwimmt ja Müll rum, aber... Warte mal. Gordon Freeman muss auch mal baden, ne? Ja, wird mal Zeit, aber... Wie wehen der sich ja am Körper waschen, weil der hat den Anzug hier an. Das ist wahr. So, ist denn jetzt da unten irgendwie eine Luke auf oder so, dass ich da durch kann? Nö, da ist immer noch ein Gitter davor. Wie soll ich also da durchkommen zum Kern? Flow to Main Reactor, da ist so ein roter... Oh. Ich Idiot. Ich glaube, ich weiß, wie ich das aufgemacht hätte aufmachen können. Nö, doch nicht. Hm? Zum Beispiel nicht jetzt. Es gibt einen Zugang zum Hauptreaktor, den sehe ich ja. Und da ist ein rotes Gitter davor. Und ich dachte, ich könnte das mit der Winde daneben öffnen, aber... Geht nicht. Wie komme ich denn bitte zum Reaktor in der Mitte? Da muss doch irgendwo ein Weg sein oder irgendwas im Drücken oder irgendwas in der Richtung. Da muss was sein dafür. Ja, smooth. Gut, Tür auf und... Tür auf! Vortis! Galalom! Siehst du, da ist auch noch eine Türe gewesen, wie ich ja gesagt habe. Nee, das, ich bin ja noch nicht mal aus dem Pumpenraum raus. Das ist jetzt nur noch. Boah! Kopfkram! Drecksviecher! Da! Pumpstation 2. Komisch, irgendwie kam bisher noch keine von diesen Armfeuerviechern. Die mit ihren Armkanonen. So viel ich mich erinnere, waren die bei Half-Life 1 da vertreten, aber irgendwie sind sie es hier nicht. Zumindest nicht in der Pumpstation.
Das wundert mich nämlich. Ja, ich weiß nicht, wie diese komischen Viecher heißen. Weißt du das? Nee, nicht wirklich. Das sind die mit der Armkanone, die waren hier auf jeden Fall bei der Pumpstation. Zumindest die mit der Armkanone ist gut, aber ich das sagt ja allgemein nichts. Ja, ich meine ja nur. Ich meine, du weißt ja eh schon, was gemeint ist, aber. Tja, ja. Na, also, zur Not hilft halt Wikipedia, ne? Hust, hust. Na, bin grad dabei. Black Mesa Wiki nochmal gucken, ob da irgendwas genau steht. Jetzt bin ich wieder bei Pumpstation 2. Es ist so verwirrend. Ich blicke nicht durch. Da steht auch nichts genaues bei Wikipedia. Yippie. Yippie, Schweinebacke. Genau. Obwohl das ja der zensierte Spruch ist. Na, ich denke mal, da die sind das mal auch zensiert. Nun, naja. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben. In Sachen Zensuren. Manche nehmen es hin, manche wehren sich dagegen. Wie ich zum Beispiel. Ich mag das überhaupt nicht. Willst du wissen, was ich mir gerne holen würde? Jetzt kommt's, das wirst du mir sicherlich sagen. Ja, kannst doch auch raten. Oder? Ein Zelda-Spiel, ein Foxy-Spiel? Nein, das ist ja wohl kaum zensiert. Mal abgesehen von ein paar Zelda-Teilen. Ja, ich wollte gerade sagen, die wurden zensiert und verändert. Naja. Das berühmteste überhaupt, ein Teil von dir. Aber das gehört, glaube ich, jetzt nicht dazu. Nee, das wirst du mir jetzt sicherlich sagen, welches. Sleeping Dogs. Ja, aber das ist doch noch nicht mal draußen, noch nicht, oder nicht? Das ist schon längst draußen. Sleeping Dogs? Hä? Yes. Ach, das ist ja, ach, ja, nee, ich habe das gerade mit Watch Dogs verwechselt. Da ist so ein Tunnel, aber ich weiß nicht, wie ich da zum verfickten Generator, Reaktor, wie auch immer komme. Ich geh nochmal das Kühlungssystem 1, mal gucken, mal sehen, was ich da finde. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel zensiert ist. Die brutalsten Finisher wurden entfernt. Ja, ich denke, da kann man sich bestimmt irgendwo wieder im Netz einen Uncut-Patch ziehen dafür. Ein Uncut-Patch wahrscheinlich nicht, aber man kann es sich schon bestellen. Und bisher scheint der Steam nichts dagegen zu haben, das zu aktivieren. Zumindest habe ich davon nichts gelesen. Ja, kann gut sein, weil bei Fallout 3 war zum Beispiel auch so, es gab auch eine Uncut-Version in Deutschland erst, aber die haben sich schnell entfernt, bei Steam genauso. Aber bei Fallout New Vegas gab es auch eine Uncut-Version, aber die konntest du nur online kaufen. Nicht bei Steam, aber irgendwo in einem Online-Shop. Und weil ich halt das gesagt habe, ich will das Uncut haben, weil ich bin, denk mal, alt genug dafür, dass ich das auf Uncut spielen darf. Komisch, hier ist so eine Tür, aber wie kann ich die öffnen? Ist da irgendwie so ein versteckter Schalter oder so, den ich suchen muss? Ich sag ja, vielleicht ist es irgendwo ein Schalter oder. Du hast bestimmt irgendwas übersehen, wo man hin kann noch. Man weiß es ja nicht, deswegen. Eben, durch dieses veränderte Aussehen ist das hier völlig anders, ey. Man blickt ja nicht mehr durch. Man braucht jetzt natürlich auch länger dafür, um hier weiterzukommen. Das ist der Tank, denke ich mal, wo ich jetzt hier bin. Ja, die Pumpstation ist weiter oben. Leiter. Tap, tap, tap. Ach, hier messen mal die Magnum. Um nicht so viel Munition zu verbrauchen. Genau, Tür ist offen. Wozu muss ich die Leiter nehmen? Ist doch Schwachsinn. So. Ah, Munition. Was haben wir denn? Naja, auch nicht viel. Von einem Wissenschaftler. Der kann erstmal in Ruhe seine Nachtschicht pennen.
Ist so, ne? Nein, der darf natürlich nicht mehr schlafen. Das ist jetzt schon zu spät. Viel zu spät. Ich finde hier auch mal so Atommunition hier, Plutonium. Aber die Waffe benutze ich nicht wirklich. Nee. Das ist doch meistens so, die Waffen, die man nicht wirklich benutzt. Siehe die normale Pistole, die benutze ich zumindest so selten. Und finde immer wieder Munition dafür. Ja gut, die Pistole nutzt ja auch dieselbe Munition wie das Gewehr. Wusstest du das nicht? Nee. Das sieht man daran, wie oft ich die Pistole benutze. Dass ich das nicht weiß. Ich wusste das echt nicht, also ich hab auch für jede Waffe gibt es eine Art von Munition. Das ist ein Gitter davor, wie soll ich denn da bitte reinkommen? Erklärt mir das mal einer. Vielleicht bitte Brechstange mal versuchen? Das habe ich gerade gemacht, aber ich kann dieses rote Gitter nicht kaputt schlagen oder so. Ich blick nicht durch. Wie komme ich zum Generator? Oder zum Reaktor in der Mitte? Was ist mit dem Gitter? Kann ich das zerdrischen? Natürlich nicht. Alter, was ist denn da los hier? Ich gehe mal zurück zu dem einen Wissenschaftler. Vielleicht kann der mir helfen. Vielleicht ist es ja bei seinem Ort. Ich weiß es nicht. Also bei den Pumpstationen komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Das ist klar. Da kann ich hier nochmal 10-mal durch die Gegend rennen. Das nützt mir nichts. Tür! Warum nicht gleich so? So. Wo ist denn mein wissenschaftlicher Freund und Helfer? Der dir niemals helfen wird, außer ein bisschen Gelaber. Der mag dich halt eben nicht. Pech gehabt, dann werde ich ihm halt nicht seinen Arsch retten. Selbstschuld. In der Tat. Geben und nehmen, ne? Genau. So ist das. Bin ich froh, wenn ich endlich hier durch bin, dann kann ich endlich mal wieder ein anderes Spiel anfangen. Glaube ich dir nicht so gut. Na, ich meine, ich habe ja schon Mario Galaxy und das andere eingefroren. Rock Raiders. Na, Rock Raiders hat es ja auch nicht mehr so, glaube ich, nicht mehr so wirklich die Lust dazu. Das ist beim Mario Galaxy nicht anders. Und was macht das für einen Sinn, die Spiele zu spielen, wenn man nicht die Lust dazu hat, ne? Genau. Bringt's ja auch nichts, aber das ist, dann kriegt man, gezwungen einmal das durchzuspielen und macht doch keinen Sinn einfach. Nee. Oh, hi Buddy. Must still open the other coolant tank. Gonna move on. Do not linger, Dr. Freeman. You've turned on the pumps. Now take the access pipe, flood the core, and get on. Das kennt ja bestimmt jeder. Warte mal. Ich habe jetzt die Pumpen aktivieren, das muss ich irgendwie in den Tank öffnen. Okay, der Kern ist also noch nicht geflutet. Buddy, tut mir leid, aber ich brauche mal deine Schrotflintenmunition. Ich glaube, ich 27. Sorry, Buddy. Ich habe gerade einen Sicherheitsmann gekillt. Und das nur wegen seiner Munition, ne? Er schweigt jetzt lieber, ne, weil er geschockt ist. Ono? Ja, bitte? Wollte schon sagen, wo bleibst du denn? Nee, ich war gerade hier was am Lesen, tut mir leid. Ich hab gerade eine Sekunde abgelenkt. Ach, da sind ja diese Herren mit der Armkanone. Siehst du, da geht's doch bestimmt schon weiter. Galalom? Nix ist! Nix ist mit Galalom. Einfach Armbrust eben diesen Boden hinter durch. Einfach. Zuck, zuck. Also wenn ich dem Typen nicht in die Eier geschossen habe, dann weiß ich auch nicht. Oh! Hi! In your face! Warum nicht gleich so? Hast du eigentlich gehört, was ich über den Sicherheitsfuzzi gesagt habe? Dass er stinkt und Glatze hat? Nein!
Nee, dann weiß ich es nicht mehr. Ich hab ihn wegen seiner Munition gekillt. Die Pistolenmunition. Nee, er hatte eine Schrotflinte. Du Schwein, du hast Barney getötet. Den Sicherheitsmann. Ja, ich will's. Das war doch nur einer von vielen. Ja, genau, einer von vielen. So, das war's jetzt mit dieser Glorenkanone. Jetzt habe ich nur noch die Armmunition. Oh, ich habe noch andere, aber. Ah ja, da geht's also tief runter. Wir erleben tiefe Einblicke. Tiefe Einblicke, sehr tiefe, aber nicht so tief, dass es schmutzig wird. Nun gut, das Spiel ist sowieso ab 18, aber. Eben aufgrund, da es eine Mod ist, so ein Furz, ey, Mann. Nur weil es eine Mod ist, ist es ab 18, ey. Hat es die Freigabe des Originalspiels. Ach ja. Muss man nicht verstehen, aber ist halt so. So, ja. Gucken wir mal. Was meinst du? Welche Freigabe hat Minecraft? Freigabe hat Minecraft? Was hat jetzt Minecraft damit zu tun? Einfach so. Einfach so, okay. Minecraft hat keine Altersfreigabe. Das ist, du gesehen ab 0 plus bestimmt. Das heißt, das ist wie jedes Alter. Ab 0 Jahren freigehen sozusagen. Aber Minecraft hat ja an sich nichts Böses, außer dass man ja Zombies tötet, andere Spieler tötet, wenn du Multiplayer spielst. Ja. Ja. Hm. So, jetzt bin ich zumindest im Hauptreaktor in der Mitte. Jetzt muss ich nur noch da einmal ersaufen. So. Gut, PK. Dann gucken wir mal schnell Errungenschaften. Was steht denn da Feines? Ertrinke in der Kühlflüssigkeit des Lambda-Kerns. Ah, nee, das kommt ja erst später. Schicke dir den versteckten Hut, denn das war ja dieser lilane, den habe ich schon gefunden. Was ist denn ein Ichthyosaurier? Keine Ahnung. Nö, das. Ist das jetzt hier die Kühlflüssigkeit oder soll ich. Nee, das ist erst später der Kern. Ertrinke in der Kühlflüssigkeit des Lambda-Kerns. Müsste also dieser sein. Gut, bleibt halt eben hier drin. Pass auf, ich halt. Wird zwar ein bisschen dauern, aber. Ach je, der verliert immer nur 2 Energie, das dauert ja Ewigkeiten. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Nun, bis dann können wir uns ein bisschen unterhalten, ne? Was sind denn so deine Zukunftspläne auf YouTube? Meine Zukunftspläne, mich mit den beiden neuen YouTube-Design nicht anfreunden. ja, mal ein bisschen rausstechen aus der Masse von Let's Playern. Das versucht jeder. Ja, natürlich. Also das ist ja auch nicht so unbedingt gleich, das ist keine Frage. Aber meine Zielgröße auf YouTube ist eigentlich nur ein kleinen Tick erfolgreich zu sein. Besonders aktive Abonnenten haben die schreiben, weil ich habe zwar aktive Abonnenten, die das schauen, aber. Ja. Aber halt nicht die schreiben. Das wünsche ich mir halt ziemlich sehr. Ja. Das ist eigentlich auch ein Ziel, kann man sagen. Na, sagen wir mal so, einfach mal. Man bittet halt darum um mehr Feedback. Das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Ja, eben, was man halt falsch macht und was man richtig macht. Oder welche Wünsche sie haben und so, aber irgendwie ist das ja da rein und da raus, ne? Mhm.